Hallo zusammen, euer Forscherteam der Gruppe ist heute wieder für euch da. Ja, normalerweise beschäftigen wir uns ja mit Dingen, die sich hier an der Erdoberfläche abspielen, aber heute wollen wir uns mal Gedanken darüber machen, wie die Erde tief unter unseren Füßen im Erdinneren aussieht. Ja, leider können wir ja nicht mal einfach so zum Erdmittelpunkt laufen, da es in der Erde drin viel zu heiß ist und auch der Druck viel zu hoch ist. Wir werden sofort zerquetscht werden. Natürlich hat der Mensch dann probiert, ein Loch in die Erde reinzubohren, weil das tiefste Loch der Erde ist etwa 12 Kilometer tief. Weiter ist man in die Erde nicht reingekommen. Das ist gerade mal so ein ganz kleiner Kratzer an der Erdoberfläche. Zum Glück weiß man durch Messungen, wie die Erde von innen aufgebaut ist. Und damit man sich das besser vorstellen kann, auch gerade Kinder sich das besser vorstellen können, bauen wir heute mal ein tolles Modell des Erdinneren. Um uns ein Modell des Erdinneren zu bauen, brauchen wir jede Menge Knete. Und zwar in Gelb, Rot, Blau und Grün und am besten auch noch etwas Weiß dazu. Und um uns erstmal einen Überblick zu verschaffen, ist ein Pfirsich oder eine Nektarine sehr gut. Dann brauchen wir auch noch ein Messer und eine Schneideunterlage und ein Globus schadet nie. In so einen normalen Globus kann man natürlich nicht hineingucken, der ist so etwas wie eine Blackbox, ganz genauso wie die Erde unter unseren Füßen das auch ist. Deswegen habe ich mir vor einigen Jahren schon mal einen Globus gebaut, in den man hineingucken kann. Das hier ist einfach eine große Styroporkugel, die kann man öffnen. Dann kann man sich schon mal einen ersten Überblick über den Aufbau der Erde verschaffen. Hier haben wir den Erdkern, unterteilt in den inneren und äußeren Kern. Dann haben wir den Erdmantel und hier oben ganz, ganz dünn sieht man noch die Erdkruste. Sowas kann man selber machen, sowas kann man auch kaufen. Dann sieht das Ganze so aus als Einlegscheibe. Hier kann man auch nochmal sehen, den inneren und den äußeren Erdkern, den Erdmantel und die dünne Erdkruste außenrum. Wie es im Inneren der Erde aussieht, weiß man übrigens nur durch indirekte Informationen, zum Beispiel durch die Messung von Erdbebenwellen, denn hingucken kann man ja leider nicht. Ganz gut kann man Kindern den Aufbau der Erde mit Hilfe eines Pfirsichs oder einer Nektarine veranschaulichen. Die lässt sich nämlich in zwei schneiden, im Gegensatz zu der Erde. Das mache ich jetzt einfach mal. Hier in der Mitte haben wir erstmal den Kern, der steht natürlich symbolisch für den Erdkern. Dann haben wir außenrum das Fruchtfleisch, das wäre der Erdmantel. Und hier die dünne Schale, das wäre die Erdkruste. Die Erdkruste ist nämlich im Verhältnis zu den anderen Erdschichten wirklich nur hauchdünn. Die ist nur im Schnitt etwa 35 Kilometer dick. 35 Kilometer können sich Kinder, glaube ich, noch recht gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich so wie von euch bis zur nächsten Stadt. Ja, und wenn man jetzt von der Erdoberfläche bis zum Erdmittelpunkt kommen wollte, dann ist das eine Entfernung, die kann man sich sogar auch noch vorstellen. Das sind nämlich eigentlich nur 6370 Kilometer. Das ist etwa die Entfernung von Berlin nach New York. Wenn man sich hier an der Erdoberfläche ins Flugzeug setzen würde und losfliegen würde, wäre man in etwa 8 Stunden hier am Mittelpunkt der Erde, wenn es denn dann möglich wäre. Ja, dieses Modell hier ist, glaube ich, für Kinder schon recht anschaulich, weil wir machen es jetzt noch begreiflicher. Wir kneten uns jetzt nämlich unser eigenes Modell vom Erdinneren. Bestimmt ist euch gerade schon aufgefallen, dass unser Pfirsichmodell um einiges einfacher aufgebaut war als das Modell, das ich euch anfangs gezeigt habe. Hier ist zum Beispiel der Erdkern noch in inneren und äußeren Kern unterteilt, ebenso wie der Erdmantel. Ich bin immer großer Fan davon, besonders mit kleinen Kindern, die Sache so einfach wie möglich zu halten und wirklich nur von der Erdkruste, dem Erdmantel und dem Erdkern zu sprechen. Genauso halte ich das auch hier bei unserem Knetemodell. Ja, dafür machen wir uns jetzt erstmal den Erdkern. Dafür nehmen wir uns ein bisschen was von der gelben Knete. Solltet euch jetzt aus der gelben Knete eine Kugel formen, die so etwa 2 cm Durchmesser hat. Natürlich ist euch überlassen, wie groß eure Erde später werden soll, aber wenn es schön handlich werden soll, gerade wenn ihr mit Gruppen arbeitet, würde ich es gar nicht ganz so groß machen, sondern wirklich so, dass ihr mit so einem großen Kern startet. Also erstmal eine ordentliche Kugel herzaubern. Kinder können das natürlich recht gut, einfach zwischen den Händen oder auf dem Tisch zu einer Kugel rollen. Ja, während ihr eure einzelnen Erdschichten formt, könnt ihr den Kindern natürlich noch einiges über diese einzelnen Erdschichten erzählen. Wir machen das in einem Extra-Video, da machen wir noch Experimente zu den einzelnen Erdschichten. Und alle anderen Informationen könnt ihr wieder von der Beschreibung ablesen, die ihr auf unserer Internetseite findet. So, ich habe jetzt schon mal hier einen wunderbaren Erdkern geformt. Um den Erdmantel zu machen, nehme ich jetzt rote Knete. Da brauche ich jetzt schon ein beträchtlich größeres Stück. Das werden die Kinder dann sicherlich auch feststellen, dass man für die zweite Schicht dann schon wesentlich mehr Knete braucht. Da forme ich mir jetzt einfach erstmal so eine Platte und wickel dann meine Kugel da drin ein. Also der Erdmantel ummantelt dann wirklich den Erdkern. So, jetzt habe ich mir das hier schon mal so geformt. Und jetzt packe ich einfach meinen Erdkern da drin ein. Ein bisschen Knete brauche ich vielleicht noch oder nee, es kommt sogar ganz gut hin, glaube ich.
Jetzt rolle ich mir das hier auch wieder zu einer schönen Kugel. Könnt ihr auch wieder zwischen den Händen machen oder auf dem Tisch. Das Ganze geht jetzt nicht darum, ganz genau zu sein von der Dicke der einzelnen Erdschichten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich darauf achten. Es geht einfach darum, dass die Kinder den einzelnen Aufbau der Erde verstehen. So, mein Erdmantel ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Jetzt machen wir noch die Erdkruste in Blau drumherum. Gleiches Prinzip, großes Stück abschneiden, wieder eine Platte machen, Kugel da drin einpacken und wieder erstmal glatt rollen. So, jetzt habe ich hier eine wunderschöne blaue Kugel geformt. Jetzt kann ich noch mit der grünen Knete die Kontinente bzw. die Länder ergänzen und mit der weißen Knete, wenn ich möchte, die Polarflächen. Doch hierbei kommt es wieder nicht auf die Genauigkeit drauf an, sondern einfach nur auf die Symbolik. So, komm her, du Land. Kinder macht es wirklich auch mal Spaß, sich ihre eigenen Kontinente und eigene Länder auszudenken dabei. Die mögen das ganz gerne. So, ihr seht, jetzt habe ich meine Erde noch um wunderschöne Landflächen ergänzt und auch um die Polargebiete. Aber reingucken kann ich jetzt natürlich trotzdem noch nicht in meine Erde. Aber jetzt kommt der Clou. Jetzt nehme ich nämlich mein Messer und schneide meine Erde einfach in zwei Stücke. Dann können wir wunderbar reingucken in die Erde. Achtet beim Schneiden halt darauf, dass ihr nicht zu sehr hin und her wackelt, sondern dass ihr einfach gerade durchschneidet. So, komm her, du Erde. Schneid sie jetzt mal hier an dieser Achse auf. So, möglichst gerade durch. Und jetzt bin ich selbst gespannt, wie meine Erde geworden ist. Achtung, ich öffne sie und man kann wunderbar das Erdinnere erkennen. Man sieht den Kern, den Mantel und die Kruste. Die Kruste ist jetzt hier im Verhältnis natürlich viel zu dick geworden, der Mantel etwas zu dünn. Aber wie gesagt, es geht eher nur um den symbolischen Aufbau der Erde. Und den können Kinder hier wunderbar erkennen. Noch ein Tipp, manchmal verschmiert man beim Durchschneiden hier diese einzelnen Schichten so und dann sieht das hier so ein bisschen verwischt aus. Wenn ihr dann nochmal das Messer nehmt und einfach nochmal so ein Scheibchen abschneidet von der Erde, dann kriegt man das meistens wunderbar ausgeglichen und man hat hier ganz glatte Übergänge. Wenn ihr diesen Versuch hier mit Kindern macht, die schon lesen und schreiben können, also schon etwas älteren Kindern, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch noch beschriften und mit näheren Informationen versehen. Es geht ganz gut, wenn man solche kleinen Fädchen dafür verwendet, die kann man nämlich einfach gerade da reinpieksen. Ich habe hier zum Beispiel die Erdkruste, das piekst sich dann in die äußere Schicht, den Erdmantel, das Fähnchen kommt in die rote Schicht und den Erdkern, das kommt natürlich in die gelbe Schicht und schon habe ich hier meine Informationen drauf. Ja, jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachmachen, egal für welches Modell ihr euch entscheidet. Ich sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.